Die Supermärkte, die wir hatten, liefen unter dem Namen Groka. Thorsten war damals sehr interessiert an unseren Märkten. Er wollte ja immer helfen und jetzt hätte er gern einen weißen Kittel gehabt. Und dann haben wir aus einem großen Kittel einen kleinen weißen Kittel nähen lassen. Und dann lief er stolz rum und ja, das waren so die Anfänge. Ich war ja immer der Kleinste. Über Schnelligkeit, Geschicklichkeit habe ich das ausgeglichen. Ich habe immer mehr kämpfen müssen, immer mehr trainieren müssen. Er hat immer versucht, der Beste zu sein in dem, was er gemacht hat. Als Jugendlicher mit so 15, 16 war es so, dass mein Traum gewesen wäre, als Segelprofi international wirklich Regatten zu fahren. Also ich habe dann erkannt, dass ich einen körperlichen Nachteil habe, aufgrund der Länge und des Gewichts. Und ich glaube, dass ich heute erfolgreicher bin mit dem, was ich jetzt gemacht habe, als ich mit Segeln hätte werden können. Da habe ich gesagt, mach eine Banklehre. Ja, das wollte er aber nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann eben eine Einzelhandelslehre und dann auch knallhart. Und dann hatte mich eben mein damaliger Arbeitgeber in die USA geschickt, hat gesagt, pass mal auf, guck mal, welche Konzepte du in den USA findest. Und kam dann zurück und macht dieser Firma dann den Vorschlag, doch Fachmärkte zu machen mit Tiernahrung. Ja, und die haben dieses Konzept unter ihrer Ägide verworfen. Und hat Thorsten gesagt, so, und jetzt könnt ihr mich machen. Wenn ihr es mit mir nicht machen wollt, dann mache ich es ohne euch. Und dann haben wir gesagt, also Thorsten, überlege mal, ob das der richtige Weg ist. Aber ihn ließ die Idee nicht los und dann hat er kurzfristig bei dieser Firma dann aufgehört und hat sich dann mit dem ersten Laden in Erkelenz selbstständig gemacht. Selbstständigkeit bedeutet, du gehst aus dem überdachten Haus raus und stellst dich erstmal in den Regen. Ja, und wenn dann noch ein bisschen Hagel dazu kommt und dich dann noch der Blitz trifft, dann hast du verspielt. Klar haben im Bekanntenkreis die Leute alle gesagt, ihr verbrennt Geld. Aber der Tag der Wahrheit kommt mit der Eröffnung. Der erste Markt hatte Anlaufschwierigkeiten. Es war für ihn zufriedenstellend, aber es war noch nicht der Durchbruch. Nachdem ich so eine Woche gearbeitet hatte, habe ich mir gedacht, entweder bist du hier sehr, sehr lange oder nur sehr, sehr kurz, weil dann ist der Mann pleite. Da ist einer, der macht so einen Supermarkt für Tiere auf, der spinnt, das wird ja nichts. Ich habe Thorsten damals kennengelernt, als ich noch bei Lidl war. Er kam dort immer seine Putzmaschine ausleihen. Und irgendwann hat er dann gesagt, möchte nicht bei mir anfangen. Gerade 1989 bis 91, bis die zweite Filiale kam, war eine ganz harte Zeit. Er hat alles selber gemacht, er hat Bestellungen gemacht, er hat mit den Lieferanten verhandelt, der hat Ware mit abgepackt, der hat kassiert, der hat geputzt. Thorsten hat im Prinzip all das gemacht, was heute auch seine Marktmitarbeiter machen. Ich weiß, dass Thorsten in dem ersten Laden ein paar Fehler gemacht hat. Er hat Vitakraft und ich glaube die eine oder andere Marke in ein Ladenlokal gestellt und dachte, das reicht, die Massen anzuziehen. Und nach sehr kurzer Zeit hat er festgestellt, dass das sehr schnell in den Ruin führen wird. Wie es damals nicht so lief, hat er seinen BMW, den er damals hatte, verkauft. Für ihn gab es nur das Unternehmen. Und das hat er auch gelebt, in aller Konsequenz. Ein Hund muss beißen können. Und ich glaube, das musste Thorsten auch. Er musste an seiner Idee glauben und sich festbeißen können. Wie ich bei Thorsten angefangen habe, habe ich dann mit Vorsicht und Optimismus erstmal alles beobachtet und habe dann festgestellt, es geht langsam, aber stetig bergauf. Ja, ich habe dann halt die Filiale in Willich damals mit eingeräumt und den Tag der Eröffnung war für mich einfach ein Aha-Erlebnis. Da standen die Leute schon vor der verschlossenen Türe, Schlange. Als
alles, was an neuen Ideen angestoßen wurde und da Thorsten ja ein sehr umtriebiger Mensch ist und im positiven Sinne ja ein Unruhestifter, ging auch der Tag nie planmäßig los, aber auch nie planmäßig zu Ende. Also wenn er aus dem Auto anrief, braucht er 30 Sekunden, um mich mal eben für 2 Tage zu beschäftigen. Thorsten Töller ist ein quirliges Männchen, der also morgens beim Aufstehen 35 neue Innovationen im Kopf hat, die er umsetzen will. Und wenn er abends dann ins Bett geht, hat er schon wieder 28 andere dabei. Das Unternehmen ist kontinuierlich gewachsen. Es wurde von Jahr zu Jahr tatsächlich immer mehr an Kunden, die gemerkt haben, so, da gibt es jetzt einen Markt, der speziell nur für Tiere ist, da gehe ich hin. Da war also eine echte Aufbruchsstimmung, weil wir gemerkt haben, das, was wir tun, das greift. Ich habe in vielen Fällen mit ihm gezittert, bis es dann nachher ins ganz Große ging. Und dann konnte man ihn ja auch laufen lassen. Er wusste ja, was er tat. Thorsten Töller hat gesagt, er will 800 Läden in Deutschland machen. Da gab es vielleicht 180, 200, als er das sagte. Als ich meine Kollegen anguckte, haben die alle gesagt, nee, der hat wahrscheinlich Spinat gefrühstückt. Aber auf jeden Fall hat er eine Macke. Heute lachen wir darüber, wir haben schon 800. Und klar, das ist ein hohes Tempo, aber das macht es auch spannend. Es ist herausfordernd. Diesen Weg hinzulegen und dann auch die Weitsicht zu haben, wie gehen wir den Weg weiter. Was wir im Augenblick erleben an Restrukturierungen und Transformationen ist zwingend notwendig. Aber dafür, damit die Menschen weiter aktiv gestalten können, der Mensch wird weiterhin der wichtigste Faktor sein und ist Bestandteil der DNA. Das Faszinierende der Fressnapf-Geschichte ist wirklich der Geist, von nichts Angst haben, gerne mal Regeln brechen und einfach den Markt neu definieren. Einer der Erfolgsfaktoren ist wahrscheinlich gute Leute, die richtigen Leute, die charakterlich zu dem Unternehmen und auch zu mir passen. Ich habe nie Angst davor gehabt, Leute an Bord zu holen, die Dinge einfach besser können, als ich sie kann und eben nicht die Ja-Sager gesucht. Das habe ich auch bei Thorsten gelernt. Da, wo ich nicht gut bin, brauche ich die Besten. Ja, da muss ich mich verlassen können. Und alle 10.000 Mitarbeiter ziehen an einem Strang, dass Fressnapf erfolgreich ist. Jeder auf seine Art und Weise, jeder mit seinem Wissen und seinem Können. Also ich wünsche dem Unternehmen ja nicht, dass es weiterhin erfolgreich ist. Das wird es ja sein. Das ist ja unser Job, das zu tun. Wichtig ist ja, dass man dabei seine Werte nicht verliert. Ne? Transparenz und authentisch sein. Das nehmen Menschen wahr. Und diese klare Sprache zu finden für ein Unternehmen, was über 10.000 Mitarbeiter hat, ist eine wahnsinnig große Herausforderung. Ich bin stolz, bei Fressnapf zu sein, weil ich persönlich etwas bewirken kann. Weil ich mithelfen kann, das Unternehmen zum Erfolg zu führen. Es macht mich stolz, Teil dieser Geschichte zu sein, weil wir was geschafft haben. Meine Triebfeder war es nie, so und so viele tausend Läden zu haben. Meine Triebfeder war es immer, mit tollen Menschen Erfolg zu haben, den Markt zu verändern. Und wir haben bewiesen, dass das geht. Ein Part von dieser Erfolgsgeschichte zu sein, ja? Was Berührenderes gibt es ja gar nicht. Wir werden unkonventionell und wild bleiben und das wollen wir uns auch erhalten. Fressnapf ist zu 100% Rock'n'Roll.